Ups, aber jetzt Lektion 360. Friede sei mir, dem heiligen Sohn Gottes. Friede sei meinem Bruder, der eins mit mir ist. Lass alle Welt durch uns gesegnet sein mit Frieden. Vater, es ist dein Frieden, den ich geben möchte, indem ich ihn von dir empfange. Ich bin dein Sohn, auf ewig genauso, wie du mich schufst. Denn die großen Strahlen bleiben ewig still und ungestört in mir. Ich möchte in Schweigen und Gewissheit zu ihnen reichen, denn nirgends sonst lässt sich Gewissheit finden. Friede sei mir und Friede aller Welt. In Heiligkeit wurden wir erschaffen und in Heiligkeit bleiben wir. Dein Sohn ist dir gleich in vollkommener Sündenlosigkeit. Und mit diesem Gedanken sagen wir freudig Amen. In Heiligkeit wurden wir erschaffen und ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf und daran kann und werde ich nie etwas ändern. Und es ist ein totales Geschenk und diese Strahlen, die in der Lektion beschrieben werden, die großen Strahlen, die ich nur in mir finden kann und nur dort kann ich meine Gewissheit finden in Stille. Es wird im Kurs beschrieben, der Funken Gottes ist in jedem angelegt und den kannst du nicht zerstören, egal was du glaubst, getan zu haben und egal was du glaubst, was dir angetan wurde, dieser Funken. Der ist da und der will hier zur Flamme werden. Zu einem großen Strahlen. Und Vergebung, Erlösung lässt diesen Funken zur Flamme werden, immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann kann ich erfahren, wie heil ich bin und dass meine Heiligkeit in mir ist und in jedem anderen auch. Und ich wünsche uns das heute so, dass wir so mit dieser Lektion, Friede sei mir, dem heiligen Sohn Gottes, Friede sei meinem Bruder, der eins mit mir ist, alle Welt durch uns gesegnet sein mit Frieden. Wenn ich meine Welt erlöse, alles runternehme, alle Projektion, wenn ich der Welt vergebe und in meiner Gegenwärtigkeit lande, weil es nichts anderes gibt, wenn ich wirklich vergebe, dann ist da nur noch Frieden und dann ist da Liebe und ich will einfach nur ausdehnen und dieser Friede. Es ist so eine Lebendigkeit in Stille für mich erfahren. Und früher hatte ich immer so einen Widerstand auf Frieden, weil ich immer dachte, so Frieden, da passiert nichts mehr. Und Frieden, es ist so eine Gegenwärtigkeit, in der totale Kommunikation da ist, in der nur noch Freude und Glückseligkeit da ist, in der Stille da ist, in der Worte da sind, in dem alles gegeben ist. Und wenn ich Frieden in mir und in anderen erfahre, wenn ich meine Heiligkeit in mir und in anderen erfahre, dann ist meine Welt gesegnet, weil dann will ich nur noch segnen, dann will ich nur noch, dass es allen gut geht. Und es ist mein tiefster Herzenswunsch, dass alle erinnert sind an ihre Freiheit, an ihr Neusein in Gott, in jedem Moment, dass wir nach wie vor, was hier steht, diese Sündenlosigkeit in uns ist, dass wir uns nie getrennt haben und dass sich wirklich jeder daran erinnern möge und jetzt sich wirklich führen lässt und jetzt, indem es wie Gott sich hier durch jeden Einzelnen her individuell ausdrücken will.
Und es ist so eine große Freude. Und ja. Und was hier steht, Vater, es ist dein Frieden, den ich geben möchte, indem ich ihn von dir empfange. Und alle Missverständnisse in Gott zu erlösen, dass wir irgendwann allein gelassen wurden oder dass wir Strafe verdienen für Trennungsgedanken oder das alles vom Heiligen Geist in mir erlösen zu lassen, meinen Geist korrigieren zu lassen, Angst aufzulösen, Liebe in mir zuzulassen und zu leben und was im Kurs steht. Es geht um die Meisterschaft der Liebe. Und dann segne ich und dann sind wir ein Segen für die Welt, weil wir dann nichts anderes mehr wollen, weil ich nichts anderes mehr will. Und ja, und es ist so ein Geschenk und es läuft dem Denken der Welt so entgegen. Und zeitgleich ist da die größte Freude und die größte Freiheit und so viel Glückseligkeit drin, wie irgendwas in der Welt, was mir nicht schenkt. Weil es mein Geisteszustand ist, weil ich meinen Geisteszustand da draußen sehe. Und ich wünsche uns heute so viel Freude in dem, dass wir wirklich den Frieden, dass wir in Frieden sind. Ja, alles voller Liebe und Freude und Glückseligkeit heute für uns alle.